wunderschönen guten Abend. Mann, heute musste ich wirklich den ganzen Tag warten, bis ich es endlich auspacken kann, weil es heute Morgen absolut nicht geklappt hat. Es ist Montag, der 3. Dezember und ich bin furchtbar schlecht aus dem Bett gekommen und jetzt hatten wir noch Weihnachtsfeier mit dem Team und jetzt komme ich erst dazu, das aufzupacken. Aber eigentlich muss ich euch da vorne noch was anderes zeigen. Und zwar haben wir heute Schrottwichteln gemacht und ich habe natürlich den Jackpot gezogen. Seht ihr das? Das ist eine Lampe. Die hat mich gerade schon Nerven gekostet, weil ich habe sie nämlich zu mir nach Hause geschleift, mit der S-Bahn natürlich. Ich meine, klar, meine Handtasche, die hat Platz für sowas, immer. Ich bin ja Mary Poppins und so. Und jetzt habe ich mich auch noch voll geschnitten, weil ich das natürlich noch umgeschmissen habe, weil ich ja super geschickt bin. Und dann hier, super scharf. Aber ja, jetzt mal gucken, da sind nämlich auch Wechsellampen dabei. Aber eigentlich ist mir die Lampe unsympathisch jetzt. Aber zurück zum Adventskalender. Ich vermute stark, es handelt sich um ein Pröbchen. Ah ja, ich habe mich geschnitten und ich kann absolut kein Blut sehen und jetzt... Achso. Aber egal. Dafür bin ich jetzt endlich mit meinem Adventskalender dran. Das ist eine Refreshing Massage Pferdesalbe für das Pferd, ja. Und kühlend und Entspannungsgel. Ich weiß nicht, ob ihr mein Video gesehen habt, das, wo ich dieses Jahr die Glossy Horse Box ausgepackt habe. Ich glaube, im Mai war das. Und da hatte ich von Effol auch so ein Produkt. Das ist jetzt genau von Horse Fit Form. Genau. Ja. Werde ich mal ausprobieren. Im Sommer habe ich es tatsächlich ein paar Mal benutzt. Und ja, konnte jetzt. Ja, war bestimmt super angenehm für Dalana. Genau. Aber auch sehr toll, weil es ist natürlich auch wieder blau. Nein, Spaß. Sorry für das viele Gelaber und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Dann hoffentlich früh ist, aber ja, es ist einfach, wenn es morgens so dunkel ist und so kalt, nicht so einfach aufzustehen. Habt einen schönen Abend.